Hallo und herzlich willkommen bei Watt24, Ihrem Onlineshop für alles rund um das professionelle Licht. Sie machen sich sicherlich gerade Gedanken darüber, wie Sie Ihre alte T8 Leuchtstofflampe umrüsten können auf eine energiesparende Variante. Und wir als Watt24 haben dort mehrere Alternativen. Heute soll es um die Umrüstung von T8 auf T5 gehen. Ebenfalls bei uns im YouTube-Channel finden Sie auch noch die Möglichkeit von T8 auf LED. Auch dort können Sie eine Menge Energie und logischerweise auch Geld sparen. Aber wie gesagt, heute geht es um die Variante T8, T5. Wie viel Energie kann man dort sparen? Bis zu 42% ist dort möglich. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, wie geht das? Ganz klar, wir als Watt24 haben uns ein bisschen mehr Gedanken gemacht als andere, die ebenfalls Umrüstsets anbieten. Wir haben dort ein bisschen mehr reingepackt. Dazu kommen wir gleich. Fangen wir erstmal mit an, mit dem, was Sie nicht bei uns im Umrüstset finden. Und zwar ist es das hier. Das ist die T5 Leuchtstofflampe. Jetzt werden Sie sicherlich sagen, das macht ja keinen Sinn. Doch, es macht Sinn, denn wir wissen ja gar nicht, in welcher Länge Sie Ihre Leuchtstofflampe brauchen. Wir wissen auch nicht, in welcher Lichtfarbe Sie Ihre Leuchte brauchen, Ihre Lampe brauchen. Und wir wissen logischerweise auch nicht, ob Sie das Ganze mit Splitterschutz brauchen, ob Sie das Ganze als Energy Saver brauchen, ob Sie das Ganze extra langlebig brauchen und so weiter und so fort. Das heißt, die Lampe finden Sie bei uns unterhalb des Produktes selbst, des T8 T5 Umrüstsets im Cross-Selling-Bereich. Und da finden Sie dementsprechend alle Lampen aufgerüstet, ebenfalls sehr günstig, auch mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Also von daher schauen Sie bitte dort rein. Was bekommen Sie hingegen von uns? Und ich fange mal einfach an mit dem hier. Das ist ein T8 T5 Adapter. Sie sehen einmal hier drin, da wird die T5 Leuchtstofflampe reingesetzt und hier oben ist dementsprechend der Sockel der T8. Diese Adapter, davon erhalten Sie zwei Stück von uns und die werden dementsprechend am Ende draufgesetzt. Jetzt wird der eine oder andere sagen, warum brauche ich einen Adapter dafür? Wie gesagt, es gibt einmal diesen Pin-Abstand hier, der ist sehr unterschiedlich bei den beiden Lampentypen und ebenfalls die Länge ist sehr unterschiedlich. Das heißt, die T5 hat entweder 1149 bzw. 1449 mm. Und die T8-Technologie ist ein kleines bisschen länger. Die hat 5 cm mehr oder 5,1 cm. Und diesen Längenausgleich schaffen wir über diese beiden Adapter, die Sie von uns bekommen. Ebenfalls bekommen Sie von uns ein EVG. Denn es lohnt ja nicht nur einfach oder es ist unlogisch, einfach nur den Längenausgleich zu schaffen bei den Lampen und anschließend die Lampe reinzudrücken. Anschließend wird sie in die Lampe übernehmen und genauso gut auch das bestehende EVG, weil das ist natürlich getrimmt auf T8. Also Sie brauchen dementsprechend ein T5 EVG und hier haben wir eins der Marke BRG Electronics, ein sehr hochwertiges, mit dem können Sie dementsprechend auch mehrere Lampentypen betreiben, das heißt mehrere verschiedene Wattagen. Das heißt, egal welche Länge Sie nachher am Ende auch umrüsten an T8 auf T5, hierüber können Sie dementsprechend alle Wattagen abbilden. So, das Besondere, das weitere Besondere an diesem EVG ist nicht nur, dass Sie unterschiedliche verschiedene Lampenlängen anschließen können, Sie können ebenfalls anschließen einen weiteren Sensor. Und das ist der Grund, weswegen wir auf 42% Energieeinsparung kommen. Wir sind den Weg einfach ganz logisch weitergegangen. Sie wollen Energie einsparen und haben uns überlegt, was brauchen wir denn, um noch weitere Energie einzusparen? Ganz klar, man dimmt die Lampe so weit herunter auf einen gewissen Lichtlevel, den Sie vorher definiert haben. Und dazu finden Sie anschließend anbei einen Sensor, den Osram Dim Pico. Und der detektiert anschließend über die kleine Fotozelle hier oben, wie viel Umgebungslicht vorhanden ist. Bei uns im YouTube-Channel finden Sie auch noch ein separates Video dazu, zu diesem Produkt. Und die Menge des Lichtes, was daraus noch oben detektiert wird, wird weitergegeben an das EVG. Das EVG hat diese 1 bis 10 Volt Schnittstelle. Anschließend wird die, wie gesagt, die Information an das EVG weitergegeben. Das EVG selbst sagt anschließend, es ist eigentlich viel zu viel Licht draußen herum und dimmt dementsprechend das Licht zum Beispiel herunter, woraufhin Sie erneut Energie einsparen können. Deswegen kommen Sie bei uns, wie gesagt, auf 42% Energieeinsparung. Wenn Sie jetzt sagen, naja, ich weiß ja gar nicht, welcher Lichtlevel jetzt hier voreingestellt ist, Sie haben hier oben die Möglichkeit, hier sehen Sie so einen kleinen Schlitz drin und dementsprechend so ein Drehrad hier seitlich. Das heißt, über dieses Drehrad können Sie die Grundhelligkeit einstellen. So, wie kommt man auf die 42%? Ganz einfach, nehmen Sie eine T8 Leuchtstofflampe mit KVG, VVG. Das heißt, Sie kommen locker auf eine Gesamtleistung von über 70 Watt und stellen das mal gegen eine 49 Watt Lampe mit einem energiesparenden EVG plus nochmal zusätzliche 30% Einsparung durch den Osram Dim Pico und schon kommen Sie auf eine Gesamteinsparung von über 42%.
wie gesagt, sehr, sehr ordentlich. So, und nun ist die große Frage, wie rüstet man das Ganze nun eigentlich um? Und das zeige ich Ihnen jetzt. On Detail werde ich Ihnen dann anschließend auch nochmal die Produkte erklären. Vorab einmal kurzer Funktionscheck. Die Lampe leuchtet, die Leuchte funktioniert. Ist jetzt nicht gerade das hübscheste Modell. Auch die Lichtfarbe ist nicht gerade die hübscheste, aber am Ende geht es jetzt darum, einmal zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Zuerst werde ich jetzt einmal die Leuchte auseinandernehmen. Und ganz wichtig, schauen Sie bitte sich nochmal die Sicherheitshinweise im Vor- und auch im Abspann nochmal an und checken Sie nochmal, ob Sie auch die Kriterien erfüllen. So, jetzt lege ich los. Ich werde einmal das Ganze erstmal von der Spannung nehmen und werde dementsprechend die Leuchte auseinandernehmen. So, einmal kurz das Ganze geöffnet und jetzt sehe ich hier drin das ältere EVG. Das werde ich jetzt einmal lösen. Einfach herauslösen und anschließend werden wir die Neuverdrahtung vornehmen. So, das alte EVG ist nun ausmontiert und nun geht es darum, das neue anzuschließen. Und da werde ich Ihnen einmal kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Sie sehen hier vorne die Klemmen und Sie sehen dementsprechend hier die Beschriftung. Und was Sie hier schon mal erkennen können, ist, dass hier oben dementsprechend die Spannung angeschlossen wird. Einmal die Erdung und hier sehen Sie dementsprechend die beiden Einzeichnungen für die 1 bis 10 Volt Schnittstelle. Das entspricht dem, was Sie hier dementsprechend seitlich sehen. Auf der anderen Seite können Sie erkennen, auch an diesem Schaubild, einmal die Lampe simuliert. Und Sie können hier dementsprechend auf den ersten beiden Klemmen können Sie anschließen die erste Fassung und auf dementsprechend den beiden zweiten Klemmen werden Sie oder bei den folgenden Klemmen können Sie dementsprechend die zweite Seite der Lampe anschließen, also dementsprechend die zweite Fassung. Das werde ich jetzt einmal tun. Ich werde das jetzt dementsprechend einmal einbauen und verdrahten. So, ich habe mir ein wenig Zeit gelassen bei der gesamten Umrüstung. Was jetzt noch fehlt, ist einmal das hier. Und zwar ist es ja der Dimpico-Sensor, mit dem Sie ja zusätzliche Energie einsparen können. Und dabei ist zu beachten, dass bei der Montage die Kabel richtig montiert werden. Und Sie können schon mal hier dran erkennen, dass die Kabel fast gleich die gleiche Farbe haben. Sie unterscheiden sich nur an einer Stelle. Der eine ist so ein bisschen gräulich und der andere ist ausschließlich ganz weiß. Und wenn Sie das Ganze an der 1 bis 10 Volt Schnittstelle anschließen, der weiße gehört auf Plus und der grau-weiße gehört auf Minus. Das werde ich jetzt mal tun und anschließend auch die Leuchte wieder zusammenklappen und dann anschließend sehen wir uns gleich wieder, wenn wir die Lampe montieren. So, die Leuchte ist nun zusammengebaut. Das neue EVG ist eingebaut. Nun geht es darum, dass wir uns um die Lampe kümmern. Und da werde ich Ihnen nochmal kurz zeigen, wie das mit dem Adapter funktioniert. Ich habe Ihnen jetzt mitgebracht eine T5 Leuchtstofflampe. Hier haben wir den Adapter und was müssen Sie ausschließlich tun? Sie müssen das Ganze nur aufstecken. Und das Ganze ist ziemlich stramm, aus dem ganz einfachen Grund heraus. Das Ganze darf natürlich nicht verwackeln. Und die zweite Seite habe ich schon vorbereitet. Nun geht es ausschließlich darum, dass wir die Lampe einklipsen. Kann sehr gut sein, dass Sie es bei sich eindrehen müssen. Von daher habe ich das jetzt getan. Und im nächsten Schritt müssen wir nun auch nochmal das Thema Spannung wieder aufnehmen. Das heißt, hier werde ich jetzt einmal das Ganze wieder unter Spannung setzen. Und siehe da, die Leuchtstofflampe ist eingeschaltet. Jetzt werden Sie sicherlich sagen, ist denn doch irgendwie ein bisschen wenig. Warum? Ganz einfach, wir haben die energiesparende Variante. Hier bei uns im Videoraum ist es natürlich sehr hell. Und der Dimpico-Sensor erkennt dieses. Was macht er dementsprechend? Er meldet die Umgebungshelligkeit natürlich zurück an das EVG. Das wiederum sagt anschließend, draußen ist es sehr hell, da können wir Energie sparen und nimmt dementsprechend die Lampe herunter. Wenn ich jetzt dementsprechend diese Fotozelle einfach mal zuhalte, werden Sie sehen, dass die Leuchtstofflampe deutlich heller wird. Das dauert ein kleines bisschen. Wie gesagt, es wird natürlich in so einem gewissen Durchschnittswert einfach ermittelt. Und natürlich ist es auch so, dass die Kamera momentan so ein kleines bisschen gegen anarbeitet. So, jetzt werde ich das Ganze nochmal aufklipsen auf die Lampe und jetzt wäre Ihre gesamte Lösung einsatzbereit. Ab sofort sparen Sie 42% der Energie.
Sollen Sie Fragen haben zu diesem Produkt oder auch genereller Art, kein Problem, wenden Sie sich an uns per Telefon, per Chat oder per Live-Präsentation, denn wir als Watt24 lassen Sie nicht im Dunkeln stehen.